Heute wollen wir mal von Funny, ja, Mini-Klöße gefüllt. Das sind neue, die habe ich von Kaufland. Die sind mir da förmlich ins Auge gesprungen. Und zwar haben wir hier einmal mit Frischkäse und Kräutern gefüllte Mini-Knödel. Und hier haben wir einmal mit Pilzen gefüllte Mini-Knödel. Soll eigentlich angeblich ganz einfach 7 Minuten ins kochende Wasser geben und dann sollen sie fertig sein. Ja, das werden wir mal ausprobieren. Dann haben wir hier einmal die Nährwerttabelle. Könnt ihr mal kurz drauf schauen. Und dann haben wir hier die, ja, Zutatenliste. Könnt ihr euch auch mal kurz anhalten. Das Ganze natürlich auch hier wieder mit dem Pilzknödel. Hier die, ja, Zutaten. Ich hoffe, ihr könnt es richtig lesen. Das ist mit diesen Verpackungen manchmal gar nicht so einfach. Ich müsste einfach mal das Video dazu anhalten. So, ins Wasser geben, bringen Sie ca. 1,5 Liter Wasser in einen Topf zum Kochen. Schneiden Sie die Packung auf und geben Sie die Mini-Knödel in das kochende Wasser. Eine Zugabe von Salz ist nicht erforderlich. So, ziehen lassen. Lassen Sie die Knödel bei mittlerer Hitze 7 Minuten ziehen. Das Wasser sollte nicht sprudelnd kochen. Nehmen Sie die Knödel heraus, sobald die an der Oberfläche steigen. Sie sind nun servierfertig. Guten Appetit! Jo, ich bin gerade am Überlegen, wie ich das mache. Ja, ich werde das wohl wohl oder übel mir jetzt hier aufschneiden. Dann gucke ich mir das Ganze mal an. Herr Jemini, zusammengeballte Klößchen. Wie sieht das aus? Das sieht nicht besser aus. Ja, ich werde das ganz einfach jetzt hier so machen. Ich habe ja hier Terrell. Ich habe hier meine wunderschöne Kochplatte und da werde ich jetzt dann einen Topf draufstellen mit Wasser. Dann werde ich jeweils ein Kloß von den Mini-Knödeln nehmen, in das Wasser rein zum Kochen bringen und dann sehen wir uns gleich wieder. Ich bereite jetzt erstmal soweit alles vor. Ups, jetzt habe ich auch noch einen Schluck auf. Wir sehen uns hier gleich wieder. Ich bereite jetzt erstmal soweit alles vor. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, das Wasser ist jetzt kurz vorm Kochen. Wir packen jetzt, ich habe 2 Cremeklöße, also Kräuterklöße und 2 ja,
Pilzklöße mir aus den Verpackungen genommen. Und die packen wir natürlich jetzt hier in das Wasser rein. So, es fängt jetzt an zu sprudeln. Ich drehe aber jetzt das runter, weil es soll ja nicht komplett sprudeln. Die sollen ja im heißen Wasser ziehen. So, sie müssen jetzt knapp noch 2 Minuten. Und ja, es ist gerade so, dass es ein bisschen jetzt blubbert, damit die hin und her noch ein bisschen schwimmen können. Damit die sich auch noch ein bisschen drehen. Laut der Beschreibung wären sie ja eigentlich schon fertig. Weil ich kenne das auch so, wenn Klöße oben schwimmen, sind sie normalerweise ja gut. Wie gesagt, wir haben jetzt knapp noch 1 Minute. Ich kann schon mal das Ding runterdrehen. So, dann nehmen wir gleich die Klöße mal raus. So, schieben das ein bisschen weiter weg, holen das hier näher ran, ziehen uns die Kamera auch noch ein bisschen, ja, ein bisschen besser hin. So, und wie ihr seht, man kann die ganz gut untereinander, voneinander unterscheiden, nicht untereinander voneinscheiden. Es sind 2 dunkle und 2 helle. Die helle nehme ich mal an, das werden die mit den Kräutern sein. Jawohl, richtig. So sehen die aus. Und die werde ich jetzt mal probieren. Raffiniert. Das ist, ja, Kartoffel mit Quark. Käse. Wer sowas gerne isst,
Kartoffeln und Quark. Für den ist auf jeden Fall das auch was. So, hier haben wir jetzt logischerweise die Pilze. So sehen die von innen aus. Und werden wir jetzt mal probieren. Sie riechen nach Pilzen. Sie schmecken nach Pilzen. Auch die Klöße schmecken danach. Also ich sag mal, ups. Ich sag mal, die Klöße, wo die Pilze drin sind, die passen perfekt zu ja, Schnitzel, am besten Jägerschnitzel. Das wäre eine richtig ja, geile Kombi. Die mit Kräutern, die würden, ja, zu was würden die passen? Die würden... zum normalen Gulasch oder so passen, muss man ausprobieren. Auf jeden Fall muss man sich diese beiden Varianten so vorstellen, also das schmeckt richtig. Wer Kartoffeln und Kräuterquark kennt, das zusammen hat genau den Geschmack. Und das schmeckt hier so wie Kartoffeln mit ja, Jägersoße. Wobei der Pilzgeschmack nicht so intensiv ist, wie ich eigentlich gedacht hatte. Aber er ist ausreichend. So, beide Klosorten kriegen von mir 5 Sterne. Welche würde ich bevorzugen? Das ist schwer zu sagen. Ich würde bei diesen beiden Sorten würde ich keine bevorzugen. Aus dem einfachen Grunde, ich esse Kartoffeln und Quark sehr gerne und ich esse Jägerschnitzel sehr gerne. Und da das beides Gerichte sind, die ich sehr gerne esse und die hier, die beiden Klöße dazu wunderbar passen, würde ich sagen, die sind beide gleich sehr gut. Gut, das war jetzt dieses Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, könnt ihr mir gerne einen Daumen nach oben da lassen. Wenn nicht, gebt einen Daumen nach unten. Ihr könnt das Video auch gerne teilen. Auf Facebook, auf Instagram, auf Google+, wo immer ihr wollt. Habe ich nichts dagegen. Über ein Abo würde ich mich auch sehr, sehr freuen. Ansonsten sage ich es erstmal danke fürs Zuschauen und tschüss, bis zum nächsten Mal.